Heute bei Frauentausch. Frauen gehören in die Küche. Und zwar auch schon, bevor man sich überhaupt kennengelernt hat. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass hier ein paar Schnitzel auf dem Tisch stehen. Was? Du sitzt hier und ich dachte, das sind super Schnittchen oder sowas. Und das Ganze eskaliert in dieser Folge auch echt extrem. Das ist ja fast schon eine legendäre Szene. Pack den weg. Das sind frische Sachen. Was willst du? Das ist doch gesund. Pack den weg! Aber was es mit all dem auf sich hat, das und noch viel mehr in der heutigen Folge Frauentausch. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt, es freut mich wirklich sehr. Wie immer habe ich euch natürlich auch die kompletten Folgen Frauentausch in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt da gerne vorbei, da gibt es immer wirklich lustige Folgen. Aber wir legen auch direkt los, denn heute der Frauentausch, der wird wirklich ganz besonders. Hey, super, dass ich bei Frauentausch dabei bin. Ich bin jetzt hierbei, weil ich will, dass mein Vater mal weiß, wie es ist, wenn ich nicht da bin. Vielleicht kommt ja meine Mutti und holt ihn einfach mal von der Couch runter. Und für alle, die im ersten Moment einen kleinen Schreck hatten, ja, das ist nicht seine Frau, sondern das ist seine Tochter, aber die ist seine kleine Haussklavin. Der Mann ist der Herr im Haus und die Frau gehört an den Herd. Und das soll die andere Tauschmutter dann ein bisschen ändern, aber darauf hat der Mann gar keine Lust. Ich bleibe auf der Couch und ich glaube nicht, dass mich da jemand umherzieht. Geh hier raus und mach dich irgendwie nützlich. Du kannst schon mal ein paar Stullen schmieren, so schön zum Armut. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal dazu sagen, dass wir natürlich nicht wissen, wie viel davon bei Frauentausch wirklich echt ist und wie viel vielleicht auch ein bisschen gestellt und übertrieben. Dementsprechend, wenn ihr Kritik äußert, macht das natürlich immer gerne an die Frauentausch-Charakterfigur, aber nicht an den Menschen, der dahinter steht, der echte private Mensch. Aber wir wollen natürlich trotzdem auch unseren Spaß haben und das haben wir in dieser Folge. Also ich glaube schon, dass die Tauschmutter es ziemlich schwer hat und es definitiv, glaube ich zumindest, nicht schaffen wird, dass hier irgendwie mein Vater sich ändert oder sonst was. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich diese Aussage von der Sonja ein bisschen komisch finde, weil wie soll denn eine Frau innerhalb von einer Woche schaffen, diesen Mann, der anscheinend ein kompletter... Naja, wir werden es in der Folge noch sehen. Wie soll die es denn schaffen, den zu ändern? Das ist ja auch eine Aufgabe, die kann man eigentlich gar nicht erfüllen. Aber wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wer ist denn überhaupt die Tauschmutti? Paradiesvogel Vivian, die mit ihrer Schlagfertigkeit bisher jedes Kind geschaukelt hat. Wir haben Temperament und wir feiern eigentlich gern, weil das Leben so kurz ist. Also, die Vivian ist die Tauschmutter und sie ist auch relativ zuversichtlich, dass sie die Hosen in dem Haus anhat. Ich bin immer die Chefin. Egal, wo ich bin. Wenn ich was sage, muss jeder sprechen. Und dann ist alles in Ordnung. Aber wenn einer nicht auf mich hört, dann gibt es ein bisschen Ärger. Und ob das Ganze genauso klappen wird, wie die Vivian sich das vorstellt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber erstmal müssen die sich natürlich verabschieden. Pass auf dich auf, okay? Mach ich. Du benimm dich. Du pass auf ihr Bruder auf, ne? Bevor einer da abfackelt. Versprochen. Und verabschieden tut sich natürlich auch die Sonja von ihrem Papa. Tschüss. Mädchen, ne? Lass dich nicht ärgern. Lass dich da auch nicht oder ich. Nee, ich doch nicht. Ne? Ne. Und mach dir keine Sorgen um mich. Ne? Ich komme ja wieder, Paar, jetzt heul nicht. Ja, ich werde schon nicht verhungern. Ja. Tschüss. Bis dann. Und ich finde an der Stelle, ne, egal was gleich noch alles passieren wird, der Papa war hier eigentlich sogar ganz lieb und auch richtig fürsorglich. Und man hat ja auf jeden Fall gesehen, der hat auch ein Herz in seiner dicken Männerbrust. Aber die Sonja freut sich auch, denn für sie ist klar, dieser Frauentausch ist super easy. Also ich muss ja ehrlich sagen, das ist schon irgendwie ein bisschen Urlaub für mich, jetzt um meinen Vater weg zu sein. Aber ich glaube, das wird auch ziemlich ungewohnt für mich sein. Die Sache ist nämlich, die Sonja ist zu Hause schon so ein bisschen, ja, die Sklavin für ihren Papa, hat man das Gefühl. Es gibt übrigens auch eine Mutter, also der Mann hat auch eine Frau, aber die führt wohl einen Kiosk und wohnt woanders oder so. Ich habe das nicht so hundertprozentig genau verstanden, aber auf jeden Fall existiert die Mutter wohl irgendwo. Wir wollen aber jetzt erstmal gucken, wie die Vivian in ihrer neuen Heimat ankommt. Moin, moin, hier hat nur eine die Magd.
Und wer ist das? Ein Hund oder was? Ja, noch macht die Vivian ein paar Witze, aber die wird gleich auf jeden Fall in der Realität ankommen. Und das wird unfassbar witzig, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Auf der Wohnungstür von der Vivian war die Willkommensbotschaft, allerdings in Französisch. Ich denke mal, das heißt irgendwie herzlich willkommen bei uns in der Familie oder so. Wir werden sehen. Und die Sonja hat sich dann auch die Wohnung angeguckt und man merkt auch auf jeden Fall, die Sonja ist schon wirklich eine sehr nette, positive Person. Trotzdem hat sie auch ein bisschen die dreckigen Ecken gefunden. Hier herrscht Ordnung und Sauberkeit. Aber man sieht das nicht jeden Tag hier putzt. Aber das war für die Sonja auch gar nicht so schlimm. Das Lustige daran ist nur, in der Wohnung von Vivian ist es jetzt nicht unbedingt extrem sauber, aber die Vivian, die kommt dann irgendwie ein bisschen unsympathisch rüber. Das ist Staub im Badezimmer, wo gibt es? Naja, zu Hause bei ihr sieht es schlimmer aus. Man merkt auf jeden Fall, die Vivian, die ist auch nicht ganz so positiv und das ist dann auch ein bisschen komisch, wenn sie sich darüber beschwert, obwohl es bei ihr halt noch schlimmer aussieht. Aber die Wohnungstour-Entdeckung geht erstmal weiter. Lass es dir gerne schmecken. Ja, mei! Ja, Prost. Das wird ein lustiger Abend, du. Ja, Prost Mahlzeit. Und ich dachte mir zuerst, ein ganzer Kühlschrank voller Alkohol, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber schon ein bisschen seltsam. Ich habe dann irgendwann gemerkt, die haben noch einen zweiten Kühlschrank, wo auch Essen drin ist. Also alles gar nicht so schlimm. Und die Vivian, die ist auch ein bisschen unsicher, wo sie da gelandet ist. Ich weiß nicht, ob hier eine Frau wohnt. Glaube ich nicht. Es ist viel zu, Fade, langweilig, dreckig. Die hat zum Glück hier auch aufgeräumt. Ich muss aber sagen, dass ich die Küche, in der Vivian steht, gar nicht so dreckig finde. Und wir schalten jetzt wieder zu Sonja rüber. Und die steht ja in der Küche von Vivian. Und wenn Vivian sich so sehr über die Sauberkeit beschwert, dann frage ich mich, wie das hier passieren konnte. Ja. Aber nicht schlimm. Wir essen ja von innen, nicht von außen. Hä? Ja, abwaschen hätte man aber können. Das habe ich so getan mit meinem Papa. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Sonja hier tatsächlich auch richtig cool, weil sie auch nicht so etepetete ist. Natürlich, ne, der Toaster oder was auch immer, der ist halt von Ölspritzern ein bisschen dreckig. Aber das macht das Toastern am Ende ja nicht schlecht. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, wenn ich ein Riesenproblem in meiner Küche habe, dann sind das diese Ölspritzer, die überall sind und dann fühlt sich alles so ekelig an und man, ich weiß immer nicht, wie ich das richtig sauber kriege. Ich hasse das. Das ist so schlimm. Man könnte sich natürlich einfach so einen Spritzschutz auf die Pfanne tun, aber das ist auch irgendwie doof. Keine Ahnung. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr in der Küche. Mein erster Eindruck von dieser Wohnung ist, dass sie nicht zu viel auf Sauberkeit achten, aber auch nicht zu wenig. Dass sie einfach hier leben. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich muss sagen, das ist wirklich erfrischend, weil sonst ist ja bei Frauentausch das auch immer so, dass jeder sich über jeden kleinen Quadratzentimeter Dreck sofort extrem aufregt. Ich finde die Einstellung von Sonja richtig gut. Die Einstellung von der Vivian, die ist ein bisschen anders, denn die ist wirklich sehr auf Krawall gebürstet. Ich glaube, der Tauschvater, sein dicker Bäuchi, Der könnte nur ein fauler Sack sein. Jetzt muss man dazu sagen, dass das mit dem faulen Sack eventuell sogar der Wahrheit entspricht und das mit dem dicken Bauch natürlich auch. Aber bevor man den Menschen nicht kennengelernt hat, muss man ja auch nicht so abwertend über den reden. Aber das ist wirklich der Tauschpapa. Momentan hat die Vivian aber noch größere Probleme mit der Wohnung. Was ist das für ein Schrott hier? Schrott, 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 Schrott. Schrott. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich es ein bisschen übertrieben finde. Natürlich, ne, das ist Frauentausch. Du kommst in eine fremde Wohnung und natürlich kann dir das nicht gefallen von der Einrichtung oder von der Deko. Aber das ist auch für jeden Menschen seine eigene Sache und da muss man da auch nicht so abwertend drüber reden. Das finde ich ein bisschen komisch. Und dann entdeckt sie die Stopfwerkzeuge und irgendwie passt das auch nicht ganz zusammen. Ja, habe ich doch gesagt, die Sitze und Quallen. Zigarette machen, stopfen. Ja, hab ich mir schon gedacht.
machen gar nichts. Ah ja, nee, das ist zu viel erstmal. Also man kann sich natürlich darüber aufregen, dass da geraucht wird. Aber was ist das Erste, was die Vivian macht, um sich von diesem Schock zu erholen? Eine rauchen gehen. Geht bei mir, da hatte ich Spaß und ich komme so in ein Loch. Ich weiß nicht, andere Leute, wie die manchmal leben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist die Vivian auch ein bisschen überfordert mit der Situation, weil sie ist schon wirklich sehr beleidigend die ganze Zeit. Aber ich bin wirklich gespannt, ob das besser wird, denn jetzt kommt der Tauschpapa und der wünscht sich natürlich, dass die schon in der Küche war. Schön wäre, wenn sie schon Armut gemacht hätte. Weil sie hat sich ja umgeguckt, bestimmt auf mich ein bisschen gewartet. Hätte sie die Zeit auch sinnvoll nutzen können. Ob sie Brote geschmiert hat für den Steffen, das wollen wir jetzt natürlich auch mal gucken, denn hier ist die Begrüßung. Hallo. Hallo, ich bin der Stefan. Ich bin die Vivian. Vivian? Ja. Ich habe nur gedacht, was ist das für ein weißt du? Wie der aussieht, so ungepflegt, mit solchen Haaren, mit solchen Klamotten, wie der rumläuft. Das ist. Und natürlich, ne, die Vivian hat auch einen Punkt. Natürlich hätte er sich auch mal ein bisschen frisch machen können. Er hätte sich vielleicht mal was Schönes anziehen können. Aber man muss ja auch nicht immer so beleidigend reden, vor allen Dingen, wenn man den Menschen noch nicht kennt. Aber das Ganze entwickelt sich halt auch nicht zum Besseren bei den beiden. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass hier ein paar Schnitzel auf dem Tisch stehen. Was? Du sitzt hier und ich dachte, das sind super Schnittchen oder sowas. Ich bin wirklich ein bisschen stutzig, ob das wirklich in der Realität so passiert ist oder ob die RTL2-Produktion vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat, dass er das vielleicht sagen soll oder so. Aber es ist wirklich schon sehr lustig mit anzugucken. Du machst doch Spaß, oder? Warum? Also ich sollte was für dich vorbereiten. Ja, ich bin doch jetzt Besuch. Du bist kein Besuch. Du sollst hier meine Tochter ersetzen. Richtig. Ja. Aber der Stefan ist natürlich auch ein Mann mit Prinzipien und er hat vollkommen recht. Und diesen Job sollst du natürlich auch erfüllen. Irgendwann, so ist sich Stefan sicher, wird sie das aber auf jeden Fall tun. Na, ich würde nicht drauf wetten, dass sie mir Schnittchen machen würde. Aber irgendwann, wenn sie mal Magen knurren hört, dann wird sie wohl der Mutterinstinkt greifen und wenn wir nur noch ein, zwei Schnittchen machen. Und ihr könnt euch vorstellen, diese ganze Geschichte mit Stefan und Vivian, die wird noch richtig lustig. Wir gucken uns aber erstmal das Kennenlernen an bei der anderen Tauschfamilie. Das Schlimmste für mich wäre einfach, eine ganz arrogante Person irgendwie kennenzulernen. Und da muss sich die Jackie wirklich keine Sorgen machen, denn ich glaube, die Jackie und die Sonja, die werden eine relativ gute Zeit miteinander haben. Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Willkommen, ich bin die Jackie. Sonja. Hallo. Hallo. Freut mich. Und bei diesem Frauentausch war der Hauptaugenmerk darauf, dass die Frauen von der anderen Frau eben Aufgaben bekommen hat. Und so sollte Sonja zum Beispiel ein afrikanisches Essen kochen, sie sollte ein afrikanisches Kleid anziehen, tanzen und eine Party machen. Und Sonja hat sich natürlich gefragt, ob sie das alles alleine machen muss. Aber die beiden, Sonja und Jackie, verstehen sich natürlich super. Nein, natürlich, das wäre jetzt schon sehr viel zuzumuten. Nein, ich helfe dir schon gern dabei. Die Aufgaben für Vivian waren sehr viel schwieriger, denn sie sollte den Stefan einkleiden, sie sollte dem Stefan beibringen, selber zu kochen und sie sollte dem Stefan beibringen, nicht so viel auf der Couch rumzuliegen. Und diese Aufgaben sind eigentlich unschaffbar, weil am ersten Morgen kam der Stefan die Vivian dann so wecken. Nee, so gut ist der Morgen nicht. Ich kann nicht mehr schlafen, das ist zu laut bei mir im Magen. Ich brauche Frühstück. Ich weiß wirklich gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Lieber Stefan, du bist ein erwachsener Mann. Mach dir doch einfach Frühstück. Aber du bist ein erwachsener Mann. Mach dir selber Frühstück, Mann. Ey. Wie muss ich selber machen? Ja, klar. Ich bin müde und ich mache sowieso kein Frühstück. Pech gehabt. Es wäre ja auch viel weniger Stress, wenn man sich einfach selber eine Scheibe Brot nimmt, da was drauflegt und sich dann hinsetzt und das isst, anstatt dann mit irgendeiner fremden Frau darüber zu diskutieren. Aber der Stefan, der hat seine Prinzipien. Wozu bist du denn da? Erklär mir bitte, wenn du mir jetzt kein Frühstück machst. Wo ist für dich der Sinn des Lebens? Du musst doch Essen machen für den Mann. Wo ist denn bitte der Sinn des Lebens, weil sie ihm kein Essen machen möchte? Aber für Stefan ist das halt einfach und deutlich. Die Frau gehört in die Küche. Die nimmt das alles ganz locker. Die erkennt gar nicht den Ernst der Lage hier.
Ja, denn der Bauch, der ist am Knurren. Der Stefan, der hat Hunger. Und solche Probleme hat er natürlich mit seiner Sonja nicht. Die sucht aber gerade die Kaffeemaschine. Das ist keine Kaffeemaschine. Nein, was macht ihr mit mir? Aber anders als bei Stefan und Vivian verstehen sich die Sonja und die Jackie ja richtig gut. Und die Jackie, die war einfach gerade beim Bäcker und hat der Sonja natürlich auch Kaffee mitgebracht. Nee, schau doch mal, ich komme gerade vom Bäcker. Mit Kaffee. Natürlich mit Kaffee. Ah, komm. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, Jackie und die Sonja, die haben ja einen kleinen Urlaub und die Vivian, die ist in der Höhle des bösen Löwen. Ja, aber das ist doch kein Essen. Wie soll ich denn essen? Wieso ist das kein Essen? Ja, das ist nur Wurst, Wurst, Wurst. Was fehlt? Was fehlt dir? Also ich will erstmal Kochbanane, ich will afrikanisches Essen in Afroladen kaufen. Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, dass ich es von der Vivian auch ein bisschen komisch finde, dass wenn sie am ersten Tag da ist, auch irgendwie davon ausgeht, dass sie sich dann afrikanisches Essen kochen kann. Und sie soll ja auch die Sonja so ein bisschen ersetzen. Also sollte sie sich ja auch vielleicht ein bisschen den Essgewohnheiten anpassen. Aber auf der anderen Seite ist der Stefan auch wieder sehr rigoros, denn bei dem Einkauf will er ihr auch nicht helfen. Nicht beim Einkaufen selber und auch nicht finanziell. Ich zahle nichts extra. Ich habe Essen und mir langt das, aber wenn du extra Wurst haben willst, ja, nee, das mache ich nicht. Und auch wenn die Vivian so ein bisschen komisch ist hier und da, ne, mit ihren Beleidigungen, mit ihren abwertenden Äußerungen, mit irgendwie dem Selbstverständnis, dass jetzt afrikanisches Essen im Kühlschrank sein muss, der Stefan schafft es immer wieder, einen draufzulegen. Wenn sie ihr Essen will, soll sie das bezahlen und mich für mich gleich mitkochen. Dann gucke ich eben ein bisschen zu und probiere es auch mal. 100 Punkte für mich. Aber die Vivian hat es dann auch wirklich gemacht und sie ist einkaufen gegangen und hat eingekauft zum Kochen für ihr afrikanisches Essen. Was ist das denn da? Das ist der Steine oder was denn das? Das ist keine Steine, das ist wie Kartoffeln. Muss man nur schälen. Ja, warum holst du denn keine Kartoffeln? Dann hättest du doch auch deutsche Kartoffeln holen können. Der Stefan kümmert sich um absolut gar nichts und dann geht die Frau tatsächlich einkaufen und der Stefan meckert immer noch. Das ist wirklich absolut unglaublich. Ja, du das ist an. Ja nur Gemüse. Willst du mich verarschen? So, ich würde dich darum. Oh, ich glaube, ich habe Fleisch gefunden. Das ist aber Fisch. Lecker. Ja, das ist auch lecker. Das ist lecker, Fisch. Siehst du. Willst du mich verarschen? Das ist ja nur Gemüse. Der Stefan ist auch ein bisschen lustig, aber als es dann darum ging, beim Kochen zu helfen, da war für den Stefan natürlich absolut gar nichts möglich. Das tut ihm auch wirklich sehr, sehr leid. Deinen Scheiß kannst du erstmal wegnehmen vom Kühler. Ohne Scheiße, ich mache jetzt keinen Spaß. Es ist wirklich so, ich kenne mich in der Küche nicht aus. Ich kann dir da nicht helfen. Und der Stefan, der stellt sich hier doch auch extra doof, oder? Also so doof kann ja niemand sein. Als er dann trotzdem helfen musste, hat er die Tomaten geschnitten, aber die hat er dann auch nicht klein geschnitten, sondern nur einmal in der Mitte durch. Also das ist doch mit Vorsatz. Bisschen kleiner bitte. Kleiner, ich muss das pürieren. Das wird zu groß. Man muss dem Stefan jetzt zugute halten, er hat die Tomaten in der Mitte durchgeschnitten. Allerdings ist das jetzt auch wirklich zu viel des Guten. Wie soll das denn die ganze Woche weiterlaufen? Nee, weißt du was? Wie soll das überhaupt in Zukunft so weitergehen? Soll ich jetzt jeden Tag hier dein Essen mitkochen? Ja, vielleicht das nächste Mal kochst du. Ich glaube, wenn wir den Stefan in dieser Folge kochen sehen, dann wissen wir auf jeden Fall, dieser Frauentausch war fake. Aber der Stefan hat sich dann wieder auf sein Sofa zurückgezogen. Die Vivian musste alles alleine kochen. Dementsprechend hat die Vivian dann aber auch angefangen, alleine zu essen. Okay. Dafür, dass du Tomaten geschnitten hast, darfst du mit essen. Aber dafür musst du selber deinen Teller holen und dich selber bedienen. Ich fange doch hier nicht an, mir selber Essen zu holen und so. Das geht überhaupt nicht los. Ja. Du bist hier die Frau im Haus, du hast dafür zu sorgen, dass ich zu essen auf dem Tisch habe. Ich sehe hier nichts. Man hofft insgeheim wirklich, dass das alles gestaged ist, weil man sich nicht vorstellen kann, dass der wirklich so ist. Aber er ist nicht mal in der Lage, sich einen eigenen Teller zu holen und da sein Essen drauf zu machen, obwohl die Vivian schon für ihn gekocht hat. Das ist wirklich unglaublich. Aber wenn er nicht einfach nur ein bisschen mitmacht,
dann der ist nicht mehr zu helfen, der Alte. Für mich bedeutet das eigentlich so, tja, dass ich wohl wieder eine Wurst essen muss. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie genau es da weiterging, aber dass er dann sagt, dass er das Essen jetzt nicht essen möchte, weil er sich das auf den Teller tun muss, sondern sich dann einfach eine Wurst aus dem Kühlschrank nimmt, ist wirklich unglaublich. Also dieser Stefan ist auch eine ganz besondere Art von Mann. Wir gucken mal, wie es bei Jackie und Sonja weitergeht, denn die haben gerade ein Kleid geschneidert. Wow! Ja. Sehr schön. Komm mal raus, lass dich zeigen. Wow. Ja, schau doch selbst, mein Gott. Und was soll ich sagen, die Sonja, die kann wirklich alles tragen. Das ist ja eine bildhübsche junge Frau. Und die Aufgabe hat dann aber auch gesagt, dass sie das draußen ein bisschen präsentieren soll. Und sie ist auch ein bisschen schüchtern, aber sie hat alles gegeben. Denn die Frauentauschaufgaben, die wollte sie wirklich alle richtig gut erledigen. Sie ist ja von zu Hause geübt da drin, Aufgaben, die man ihr gibt, zu erledigen. Und dann drehst du mal ein bisschen, probierst du mal, wie du möchtest und wieder zurück. Tada! Aber diese Aufgaben sind für Sonja ja auch nur nebenbei, das macht die ja mit links. Sie genießt, glaube ich, ihren Frauentauschurlaub von ihrem Papa richtig doll. Hier lang zu laufen mit dem neuen Kleid und vor allen Dingen mit einem Kleid war für mich neu und ungewohnt. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und das auch durchgezogen habe bis zum Schluss. Und vor allen Dingen ist es warm, ist es luftig, was will ich mehr? Währenddessen hat die Vivian zu Hause beim Stefan im Wohnzimmer probiert, ein bisschen Deko zur Seite zu schaffen. Was ich auch immer ein bisschen komisch finde, weil du bist nur eine Woche da, leb halt einfach damit. Aber es hat auch da wieder Streit gegeben. Das muss alles weg. Bist du blöd? Wie blöd, ist uralt. Das brauchst du doch nicht. Guck mal hier, wie das jetzt aussieht. Der Schrank ist doch modern. Wieso stellst du alte Puppen da drauf? Das ist doch nicht schön. Das sind meine Frau, ihre Puppen. Du hast mir nicht alle Lappen auf den Keller, Mann. Bring den Scheiß da wieder hin. Was aber relativ wichtig ist, ihr müsst jetzt einmal darauf achten, was die beiden besprechen, denn das brauchen wir für ganz am Ende noch einmal. Soll ich dir helfen? Machen wir zusammen und bringen wir das in den Keller. Nee, du kannst mich... Ja, soll ich das denn wegschmeißen? Ich brauch die Couch. Wir müssen uns jetzt einmal merken, sie wollte die Dinge in den Keller bringen, wo sie dann ja niemanden mehr gestört hätten. Der Stefan wollte das aber nicht und der Stefan, der würde auch am liebsten gar nichts machen. Die Sachen sollen jetzt einfach stehen bleiben, die muss man auch nicht zurückräumen, denn eine Sache ist ihm ganz wichtig und die ist gegeben. Ja, was sollen wir denn jetzt damit? Zieh du selber, guck mal selber. Mich stört das nicht, der Blick zum Fernseher ist doch frei. Der Kram stört mich hier nicht. Ich stell das einfach im Keller, in den Keller. Krieg ich den Schlüssel? Nee, den kriegst du eben nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er sagt einfach, weil er so faul ist, dass sie die Sachen einfach stehen lassen soll. Denn sein Blick zum Fernseher, der ist ja noch frei. Also der hat wirklich die Prioritäten in seinem Leben richtig gesetzt. Aber er spricht dann auch mal ein deutliches Machtwort der Vivian gegenüber aus. Du musst ja langsam deine Aufgaben mal so ein bisschen ernst nehmen. Ne, wir sind hier bei Frauentausch und ich bin in Urlaub. Ne, du bist ja nicht in den Ferien. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vivian nicht das Gefühl hat, sie sei im Urlaub. Aber sie will natürlich auch ihre Aufgaben, die sie gestellt bekommen hat, irgendwie erledigen. Aber ich glaube, das ist hoffnungslos. Weil deine Tochter hat gesagt, du darfst nicht auf der Couch rumsitzen. Was, meine Tochter? Aber nein. Mir, das ist scheißegal, das ist mein Kind. Die hat zu tun, was ich sage. Und auch diese Situation müssen wir uns mal für gleich merken, denn der Stefan, der ist wirklich der Gigolo zu Hause. Und die Vivian, die kämpft sogar jetzt ein bisschen für die Sonja. Sie hat nicht zu tun, was du sagst. Die ist auch schon erwachsen. Ja, und? Ja, die ist erwachsen. Sie kann dich ja nicht rumbedienen oder was denkst du eigentlich, wer du bist, Mann? Und ich finde es auch gut, dass die Vivian dem Stefan ordentlich Widerworte gibt. Also ich finde, sie macht ihre Aufgabe schon sehr, sehr gut im Rahmen des Möglichen. Allerdings muss sie ein bisschen aufpassen. Was soll ich in der Küche? Essen machen. Jetzt überspannst du den Bogen aber so ein bisschen. Du kannst aber zwischendurch, während wir hier so spannend diskutieren, kannst du mal zum Kühlschrank flitzen und mir so eine Wurst rausholen. Hä? Alter, ne? Du brauchst Hilfe. Die Antwort, dass der Stefan Hilfe braucht, die kam so trocken, das habe ich auch richtig gefühlt. Aber dem Stefan ist alles egal, der will einfach bedient werden. Gib mir mal eine Zigaretten rüber, sonst muss ich aufstehen. Du machst dich ja mal gemütlich, ne? Nein, steh auf.
Und Doktor hat gesagt, du sollst mir doch eben mal die Zigaretten reichen. Nee, ich soll mich von der Couch wegkriegen. Das ist meine Aufgabe. Es ist wirklich unfassbar, wie doll er sich aufregt, weil er einmal ganz kurz sich hinsetzen muss, um an seine Zigaretten zu kommen. Dafür muss er ja noch nicht mal aufstehen. Aber es hat natürlich auch einen triftigen Grund, warum er sich so aufregt. Ich hab so das ist doch gelegen. Nix. Und wegen dir musste ich mich scheiß hinsetzen und die Zigaretten holen. Das dauert wieder ewig, bis ich das Kissen so hingedrückt hab, dass ich da nicht mehr lieg. Aber das musst du doch nicht, doch ich. Ich drehe hier durch. Er liegt auf dem Sofa und er regt sich so doll darüber auf, weil er das Kissen dann wieder richtig zurechtrücken muss. Das ist wirklich... Also wenn das irgendjemand gescriptet hat, dann ist das wirklich auch ein Genie. Dann gib dem bitte einen Oscar. Es kam dann in dieser Frauentauschfolge allerdings zu einem Videocall zwischen den beiden, die getauscht haben. Und in diesem Videocall ist die Sonja wirklich echt ein bisschen unangenehm. Also wieso lässt du dich das gefallen, dass du dich du ihm immer bedienen musst? Wieso? Weil ich mir... Er liegt hier auf dem Couch und dann... Ja, aber Mäuschen, hör mal zu. Hör mir mal zu, ne? Ich finde, die Frage von Vivian war durchaus berechtigt und die Antwort von Sonja und vor allen Dingen auch, wie sie das sagt, das habe ich wirklich gar nicht verstanden. Du sollst mein Vater seinen Arsch hochbekommen. Ich bin seine Tochter, natürlich krieg ich ihn nicht hoch, weil ich ihn lieb habe. Ja? Aber du kennst ihn nicht, mach deine Schnauze auf, hol ihn von der Couch, das ist deine Aufgabe gewesen, warum machst du die nicht? An der Stelle fand ich Sonja wirklich unangenehm, weil Sonja hat Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel, sie soll ein afrikanisches Kleid anziehen oder sie soll was Afrikanisches kochen und die andere Tauschmutter hat die Aufgabe bekommen, hier ist ein absolut respektloser Mann, der komplett faul ist und nur auf dem Sofa hockt, bitte mach mal, dass der sich um 180 Grad dreht. Das ist doch auch wirklich absolut unverhältnismäßig. Und dann weiß ich auch nicht, warum die Sonja sich so aufführt. Ich hab doch frisch gekocht. Der Alte wollte halt nicht. Der Alte hat einen Namen. Nimm meinen Vater nicht Alte, mein Freund. Sonst lernen wir uns richtig kennen. Hast du mich verstanden? Aber du redest doch so. Ja, ja, aber ich sag nicht du mein Alter. Du hast mir doch eben das beigebracht, dass man so als Name, redet. Ich rede normalerweise nicht so. Ja, aber ja, er heißt Stefan, nicht Alter oder so, ja? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Sonja davon ablenken möchte, dass ihr Papa eben so ein schwieriger Fall ist. Aber ich bin mir auch nicht komplett sicher. Aber ihr Ton, den fand ich schon ein bisschen respektlos. Und der kam bei der Vivian auch nicht gut an. Das Mädchen ist assi. Man redet doch nicht so mit einem Menschen, den man nicht kennt. Naja. Das macht mich nur traurig, weil ich dachte, es wäre nett, weil sie so schön ist. Und das war jetzt auch ein bisschen süß, wie sie das gesagt hat, dass sie dachte, die Sonja wäre eine Liebe, weil sie so schön ist. Aber so kann man sich vielleicht auch im Menschen täuschen. Oder die Sonja war nur so extrem, weil es halt eben auch ein Herzensthema ist. Weil natürlich kann man verstehen, dass sie ihren Vater liebt. Man redet nicht nur mit mir. Ich habe mich sehr zurückgehalten, sehr zurückgehalten. Und ich verstehe nicht. Das heißt jetzt Krieg. Und auf der einen Seite kann ich die Sonja ja ein bisschen verstehen, dass sie ihren Vater halt auch einfach liebt. Aber auf der anderen Seite muss sie ja auch selber wissen, dass diese Aufgaben, die sie gestellt hat, ja eigentlich unerreichbar sind. Weil natürlich kann die Frau jetzt nicht den Vater einfach so innerhalb einer Woche komplett ändern. Aber die Vivian hat dann weiter probiert, den Mann auch ein bisschen ins Schaffen zu bringen. Deswegen hat sie für einen gesunden Cocktail eingekauft und wollte, dass Stefan diesen Cocktail jetzt für sie zubereitet. Du kannst natürlich auch für dich was machen. Einfach nur schneiden und dann einen Cocktaildrink vorbereiten. Zwei Gläser. Jo. Und ich übernehme deinen Platz. So. Und ich warte ja auch immer noch auf diesen Moment, wo der Stefan vielleicht auch mal zeigt, dass er irgendwie ein Mensch mit Herz ist und dass das vielleicht auch alles nur so ein bisschen Schauspielerei ist und dass er vielleicht auch ein bisschen auf die Vivian zugeht, aber darauf können wir lange warten. Und diesen Scheiß hier, den wirst du ganz schnell beiseite räumen, sonst drehe ich nämlich auf den Teller. Und dann werde ich den Scheiß wegschmeißen, werde ihn da auf den Teppich schmeißen und dann liegt alles beiseite. Also der Stefan regt sich komplett auf, weil er natürlich keinen Handgriff machen möchte und er will, dass das sofort weggeräumt wird. Und wenn das nicht weggeräumt wird, ja, diese Drohung finde ich auch ein bisschen seltsam. Ansonsten schmeiße ich das hier durch die Gegend, mache Fotos und ich werde Sonja das zeigen bei der Gegenüberstellung. Und glaub mir, so schnell du
ist nicht so schnell wie sie. Die kriegt dich. Was soll denn die Sonja machen, wenn sie das sieht? Die Sonja hat doch auch die Aufgaben gestellt, dass die Vivian dich auch mal irgendwie ein bisschen aktiver bringen soll. Also diese Drohung war auch wirklich absolut lächerlich. Und dann eskaliert der Stefan komplett. Pack den weg. Das sind frische Sachen. Was willst du? Das ist doch gesund. Pack den weg. Das war einmal. Pack den Scheiß weg. Ja, und das ist natürlich nicht nur absolut respektlos der Vivian gegenüber, das ist auch absolut respektlos, dann die Sachen, die sie eingekauft hat, durch die Gegend zu schmeißen. Und man fragt sich wirklich, was das große Problem ist. Er kann doch auf seinem Sofa sitzen bleiben und einfach mal einen Cocktail machen. Das ist doch auch was Schönes, aber für ihn unmöglich. Ich werde dir hier keinen Drink machen. Und da ist nicht mal Alkohol bei, du. Ja, da ist kein Alkohol, klar. Du wirst den Scheiß jetzt sofort beiseite räumen. Und wie lustig ist das bitte, dass er sie einfach noch beleidigt, weil sie keinen Alkohol dazu gekauft hat. Da weiß man wirklich gar nicht mehr, was man sagen soll. Du bist ja nicht in den Ferien. Weißt du, das soll ich dir noch einen Drink machen. Wie blöd hältst du mich? Weißt du was? Und das war dann der Moment, wo für Vivian erstmal alle Lichter aus waren und im Grunde war ihre Entscheidung getroffen. Ja bitte, ich habe keinen Bock mehr. Machen wir Abreise, bitte. Ich muss weg, ich bin verabredet. Aber für Stefan ist eines natürlich ganz deutlich. Der Schuldige an dieser gesamten Situation ist Vivian. Wenn eine sich die ganze Zeit hier nur sonnt und gibt mir dann dahin Regeländerung, ich soll hier einen Cocktail machen, ich glaube, es hat. Was soll man großartig dazu sagen? Der Stefan, der hat sich natürlich die ganze Zeit den Arsch für sie aufgerissen. Es ist wirklich schlimm, dass die Vivian mal von ihm erwartet hat, dass er auch nur mal eine Kleinigkeit für sie tut. Aber gucken wir erstmal bei Sonja, denn die hat eine neue Frisur bekommen. Das war auch Teil der Aufgaben. Tada! Wir sind fertig. Er sieht sehr gut aus. Also, das heißt, ich kann mich jetzt sehen. Natürlich. Und schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber ich persönlich finde, dass diese Haare wirklich absolut hässlich aussehen. Ich weiß nicht, die sehen irgendwie richtig schlecht gemacht aus. Oder die passen einfach nicht auf ihren Kopf. Ich weiß es nicht so genau. Aber es war auf jeden Fall mal was Neues. Ja. Ja. Ungewohnt. Schön oder schön? Doch, also du hast gute Arbeit auf jeden Fall geleistet. Na? Dankeschön. Danke auch. Ich würde mich aber auch sehr darüber freuen, wenn ihr nicht nur einen Kommentar schreibt, sondern wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt und abonniert den Kanal sehr gerne für mehr Frauentausch und für mehr solcher wundervollen Frisuren. Mein erster Eindruck von den Haaren war erstmal, uff, bin ich das oder wer ist das gerade? Aber wenn ich die Haare sofort wieder rausmache, dann kann ich mich nicht dran gewöhnen. Also heißt das, ich ziehe das Ding erstmal durch. Und eine andere Aufgabe, die natürlich sehr viel schwieriger ist, als den Stefan umzuerziehen. Die Sonja sollte auch tanzen. Fragt mich nicht genau, was die da gemacht haben, aber sie haben es auf jeden Fall gemacht und die Sonja, die spürt es auch. Ich bin Afrikanerin jetzt schon. Ja, siehst du, das kommt auch. Ja? Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wer hatte die schwierigeren Aufgaben? War es eventuell Sonja mit den Haaren, mit dem afrikanischen Kleid und mit dem Tanzen? Oder war es eventuell die Vivian, die im Haus eines absoluten Ungeheuers angekommen ist? Das Tanzen war für mich etwas peinlich am Anfang, aber danach war mir das eigentlich egal und habe einfach mal mitgemacht. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht mit der Jackie. Und während die Sonja und die Jackie richtig viel Spaß hatten, hat die Vivian probiert, den Stefan neu einzukleiden, denn das war auch Teil der Aufgabe. Aber auch da hatte der Stefan natürlich gar keine Lust drauf. Das, guck mal, nein, ich mach mich einfach vom Acker. Also probieren wir das. Nee, such du selber und für mich und dann ist gut. Ich mache hier Schluss. Aber die Vivian hat trotzdem durchgezogen und einfach irgendwelche Sachen eingekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Kappe sieht der Stefan fast ein bisschen lieblich aus. Aber du hättest mal wieder einmal Pommes. Guck mal, das sieht schon von Anfang schon mal geil aus. Ja. Ja. Und dann muss man auch lobend erwähnen, der Stefan hat sogar mitgemacht und die Sachen dann auch angezogen. Und er sieht natürlich zuckersüß aus. Guck mal, wie du cool aussiehst. Cool. Ne? Steh mal auf. Das ist doch gut, also da nichts zu meckern, ey Mann. So ein hübscher Mann entstellt nichts. Ja,
Ich muss ehrlicherweise gestehen, der Bugs Bunny auf dem T-Shirt ist schon ein bisschen gewagt, aber er hat auch noch ein anderes Outfit bekommen. Und da muss ich sagen, er sieht sogar richtig gut aus da drin. Und? Was und? Bravo! Siehst du doch, wie das jetzt passt, wie angegossen. Da kannst du überhaupt nicht meckern. Aber überhaupt es ist nicht unbequem. So, machen wir jetzt unser Selfie. So, jetzt sieht so toll aus. Und damit endet dann auch der Frauentausch und man kann auf jeden Fall sagen, in den neuen Kleidungen sah er tatsächlich auch ein bisschen angenehmer aus. Es gab dann aber am Ende dieses Frauentausches auch nochmal ein Aufeinandertreffen und da war der Stefan ein bisschen verwundert über die neuen Haare seiner Tochter. Was haben die mit dir gemacht? Das geht doch wieder raus, Mensch. Das ist afrikanischer Style. So. Davon hab ich die Schnauze voll. Und dann haben die beiden nochmal über ihre Aufgaben gesprochen und ich kann Sonja wirklich nicht verstehen. Nicht gekocht. Ich habe versucht, deine Aufgaben so gut zu machen. Aber nicht geschafft. Also. Ich habe den Eindruck, ob es vielleicht einfach nur darum ging, die andere Frau so darzustellen, dass sie die Aufgaben nicht geschafft hat. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, eigentlich bei den Aufgaben, die die Sonja gestellt hat, müsste sie ja auch ein Interesse daran haben, wie es der Frau ergangen ist. Und eigentlich müsste sie ja gegen ihren Vater sein. Aber sie ist ja die ganze Zeit schützend vor ihrem Vater, der sie behandelt wie eine Sklavin. Du lebst im afrikanischen Style, wie im deutschen Style. Ja. Und du kochst mir gleich heute was. Ja. Natürlich kocht die Sonja dir gleich was, lieber Stefan. Keine Angst, du hast deine Hausfrau wieder. Und dann sind die beiden zu Hause und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Dekoartikel, die die Frau in den Keller bringen sollte. So hat der Stefan das Ganze dann umgedreht. Das ist ihre Ordnung wahrscheinlich. Jetzt sieht's dufte aus. Da vorne haben sie gestört. Ja, jetzt stehen sie da gut. Ja. Und das ist wirklich hinterlistig von Stefan, denn die Vivian, die wollte die Sachen in den Keller bringen, die wollte die nicht in die Ecke stellen, die Sachen sind nur in der Ecke gelandet, weil der Stefan eben so faul ist. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir fertig für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, es war wirklich eine sehr wilde Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Highlight war und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf neue Folgen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!